Für den FC Bayern geht es im April Schlag auf Schlag. Nur 4 Tage nach dem Viertelfinal-Hinspielsieg in der Champions League gegen den FC Sevilla hat die Mannschaft von Jupp Heynckes am Samstag die Gelegenheit, in Augsburg die 28. Meisterschaft frühzeitig zu sichern. Ja, wir wollen auf jeden Fall morgen gewinnen und das wäre ja gleichbedeutend mit der Meisterschaft. Ja, das wäre gut für uns, dann haben wir das Kapitel abgehakt. Klingt vielleicht ein bisschen zu wenig, weil eine Meisterschaft ist ja doch immer was Wertvolles und das, was man sich auch über ein ganzes Jahr erarbeiten muss. Aber für uns ist es natürlich so, dass wir auch noch ganz andere Aufgaben vor der Brust haben, ob jetzt das Rückspiel in der Champions League oder dann auch das Pokal-Halbfinale. Und dementsprechend ist es schon jetzt ein großes Ziel, dass wir das Thema Meisterschaft fix machen können. In 14 Bundesliga-Duellen mit dem deutschen Rekordmeister konnte der FC Augsburg immerhin 2-mal gewinnen, allerdings erst nachdem Bayern die Meisterschaft schon gesichert hatte. Jetzt sind die Vorzeichen ganz andere, denn der FC Bayern braucht höchstwahrscheinlich einen Sieg, um Meister zu werden. Ich glaube, wir müssen die Leistung noch ein bisschen besser machen, ein bisschen toppen, um gegen Bayern bestehen zu können. Bayern hofft auf ihren nächsten Meistertitel. Das heißt, da kommen sicherlich auch noch ein paar Fans mit. Wir wollen nach 3 verlorenen Heimspielen mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Von dem her, glaube ich, wird es ein rundum schöner Samstagnachmittag. Auch die Bayern hoffen auf einen rundum schönen Samstagnachmittag und einen insgesamt schönen und erfolgreichen April. Neben Manuel Neuer, der gestern zum ersten Mal seit seiner Verletzung Torwarttraining absolvierte, musste FC Bayern dabei weiterhin auf Kingsley Coman und weitere Leistungsträger verzichten. David Alaba geht es schon ein bisschen besser, aber ist noch nicht so weit, dass er voll trainieren kann und spielen kann. Und Coco Tolisso hat natürlich nach wie vor Probleme mit seinem Bein. Bei Touré, das ist eine Kapselreizung und da müssen wir schauen, wie das sich in den nächsten Tagen entwickelt. Ob verletzt oder nicht, alle transportfähigen Bayern-Spieler werden mit nach Augsburg fahren, um dabei zu sein, wenn Bayern möglicherweise schon jetzt die Meisterschaft feiert. Das kann ich auch hier frei von der Leber weg sagen, dass das unsere Intention ist, dass wir eben aus eigener Kraft eben deutscher Meister werden können. Und das streben wir morgen an.